Danke, Bruder. Ja, wir gehen echt in das Babadeutsche Memes rein. Ich freue mich sehr. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wir gehen heute auf Babadeutsche Memes 08. Ich freue mich sehr drauf. Dann am Anfang kommt wieder die wichtigste Aussage an alle Nicht-Follower. 99% von euch, ja, sind richtige Weicheier und Lutscher. 99%, okay? Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Für die, die es mir mal nicht geglaubt haben, Staatsangehörigkeit deutsch-türkisch. Oha! Ich dachte aber, das wäre ein Scherz. Türkei, 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 Türkei! Türken machen das Unmögliche immer möglich! Wir wollen einfach umbringen, aber dann! Wir wollen einfach umbringen, aber dann. Und solche Kapital-Bra-Fans beleidigen dich im Internet, wenn du gegen ihr Idol was sagst. Valentinas Bartukas, was geht ab? Ich hab mir die Kapi-Pizza geholt. Bratina Bratuta. Bratuta. Kapis Pizza ist die Pizza für mich und dich. Du weißt Bescheid mit Unterschrift. Berlin-Lip. Ha! Berlin-Lip. Ich hab mir... Kollege und Farid Berger über ihre Ziele. Damals ein Ziel gesetzt. Mit 15 Jahren habe ich mir das Ziel gesetzt, bis 30 Selfmade-Millionär zu sein. Und ich habe auch noch Ziele, die ich erreichen möchte, die sind auf erst in 10 oder 20 Jahren angesetzt. Mein wirkliches Ziel wäre es, eine Nacht mit Kim Kardashian. Bruder, Kollege, voll senkvoll, emotional. Bruder, meine Live-Ziele, ganz wichtig, dies, das. Und Farid Bang möchte einfach nur Geschlechtsverkehr mit einer ganz besonderen Frau. Vertraut mir, es wird lustig. 2 Minuten später. Oh, Scheiße. So, Vorsicht, da kommt ein Fahrradfahrer. Hey, hallo! Really? Hä, hey, was macht der denn? Hä, hey, was ist passiert? Ein Fahrradfahrer, hey! Wieso macht er denn eine Vollbremsung? Hey, hallo! Aber mit Vorderrad. Really? An diese Folge erinnere ich mich nicht mehr. Larry in der Shisha-Bar. Okay, worum geht's da? Alter, ist das krass! Warte mal ganz kurz, hat er sein legendäres TikTok nochmal neu gemacht? Hat er es wirklich nochmal neu gemacht? Er hat's nochmal neu gemacht, ne? Das ist nicht das alte. Ist das Yo Olli? Tot. Einfach tot. So ein Fluglotse. POV, wie Frau mit Männerherzen umgehen. Oh! Real Talk. Sag mal 21. Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Das ist was dazwischen. Was dazwischen? Ja. 22. Auch falsch. 30? Auch falsch. Warte, 27. Auch falsch. Ja, das ist doch voll langweilig. Was ist das für eine Scheiße? Wieso sagst du jedes Mal? Nee. Bist du dumm oder was? Auch falsch. 27, auch falsch. 30, auch falsch. Bei dir? Man merkt einfach, der schämt sich für seine Zuschauer. Ich kenne ihn. Ganz kurz, ich kenne ihn. Der Typ, als ich damals 5, 6, 7 Jahre alt war und in Königsdorf gewohnt habe, der war auf meiner Grundschule. Kein Scheiß. Ich war in der 1., 2. Klasse und er war in der 3., 4. Real Talk jetzt. Ich kenne ihn. Er wohnt in meiner Hood von damals, wo ich aufgewachsen bin. Und dieser Typ macht TikTok-Videos, sogar relativ erfolgreich. Alles gut, ich wollte einen Witz erzählen. Warte. Willst du dich zeigen? Ja. Okay. Digga, wenn er sich jetzt ernsthaft lustig macht über Primax, bin ich echt sauer. Dann zeig uns dein Talent. Ja, ich wollte einen Witz erzählen und zwar also nichts gegen Kurden und so, ne? Ein Kurde und sein Freund sitzt in Land Rover. Sein Freund sagt, du darfst das Auto eigentlich gar nicht fahren, wegen Land.
Ich wusste ganz genau, worauf das hinausläuft. Irgendwas? Wegen Land. Ach so. Also, ich habe nichts gegen Kurden, so, aber... Danke. Bitte, tschö. Butzbach, kommt da jetzt Uwe oder was? Butzbach, Erwachsenenvollzug. Goofy ist im Knast heute zu Besuch. Ich erkenne sein Lachen schon vom Fenster. Butzbach. Wirklich gut. I don't like you. Wer ist die? Ist das nicht die, die immer rumheult? Ist das nicht die? Also ich kenne wirklich ganz wenig TikToks, ne? Klar. Klar kenne ich so welche wie, ne, die immer ihren Arsch zeigt. Da könnte man auch einen Track draus machen. Nicht die eine, die immer lacht, sondern die eine, die immer ihren Arsch zeigt. Und genauso wie die eine, die immer ihre zeigt. Die hier. Und die ist doch nicht die, die irgendwas zeigt, sondern die ist doch einfach, die immer heult, ne? Die macht doch immer so ein Video so. Esrem und ich haben uns getrennt. Bitte lasst Like da. 5 Tage später so, ja, ich bin schon seit 3 Wochen jetzt Single. Ich glaube einfach, ich werde niemals einen Freund finden. Und dann sieht man wieder ein TikTok so, wie sie mit irgendeinem Typen so rumshakert, so, wir sind so cool, Klischer. Gestern war ein schöner Abend mit dir. Hä? Was für ein Abend? Weiß ich von nix. Was? Wer war das? Herbert von Homburg, jetzt mach nicht so. Quatsch. Die Frau wieder den Fisch gespielt. Den Karpfen. Über seine eigene Mutter, okay? Also wirklich, Jens. Sprengstoff haben wir noch. Junge, wieso liegt da ein Fernseher? Wo denn? Hey, wie lange läuft der denn weg? Und wieso steht da einfach ein Fernseher? Junge, wieso liegt da ein Fernseher? Wie weit läuft der denn weg, Alter? Ah, herzlichen Glückwunsch. Was so? Ich kenn Kind. Ich bekomme ein Kind. Oh, Scheiße. Legende, wer das noch kennt? Krabi, KS, Red, nach vorne. Ich habe eure Hausaufgaben gelesen über Traumberuf. Ja, die Mädchen werden sagen, wir sehen gut aus. Gut aussehen? So wie Photoshop. So wie Photoshop. Ach du. Das ist das Originalvideo. Mich am Arsch. Steigen aus. Ich darf bezahlen. Ja? Sie dürfen eine Stunde später weiterfahren. Der Chris. Eine Stunde später weiterfahren. You are crazy. Diesen Zug haben Sie Hausverbot. You are crazy. You are crazy. You are crazy. Was geht? Ja, bei dir? Weißt du? Nicole. Hey, das ist doch die Arsch, Alter. Nee, natürlich kenne ich dich. Durch deinen TikTok-Account bist du ja ganz schön. Also ich kenne sie eigentlich nur dadurch, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute mir auf Instagram immer wieder ihre Bilder, ihre Onlyfans-Bilder schicken die ganze Zeit. Berühmter? Durch was bist du da berühmt? Also, was machst du genau? Ich zeig eigentlich oft meinen Charakter sozusagen, also... Ich gebe jetzt mal Nicole TikTok ein und wir gucken mal einfach, wo man ihren Charakter sieht. Gut, wir sind auf jeden Fall auf der falschen Seite. Ist, wenn man den Kindern sagt, man schließt die Tür ab, damit der Weihnachtsmann in Ruhe die Geschenke bringen kann, aber Papa sich einfach mal in Ruhe einen Jackson will. Was? Stell dir vor, er sieht eine 10 von 10 und schickt dir dann einen Screenshot mit so einer Schriftart. Ach du Scheiße, boah. Ich sag dir ehrlich, ne, die Leute sind mir direkt unsympathisch. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach wirklich so. Es ist wirklich, wenn man diese Schriftart sieht, dann ist das so, du kleines Kind, Digga. Krieg's in meinem Kopf. Wenn du eigentlich schon aufgegeben hast, sieh dir aber dann noch in die Hütze gönnen. Kopf nicht. Na. 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 Das war Tobi. Danke für alles, Sascha. Einfach aus dem Nichts. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und ganz runtergesessen. Ey, 1,50, Digga, ich fall da nicht runter. Wie ich von der LGBTQ-Community wegrenne, weil ich zu dem Mädchen mit blauen Haaren sie gesagt habe, anstatt... Office Jet Pro 8210. Dieser eine Ausländer in der Klasse, der sich immer mit dem Lehrer beeft. Ja.
Nee. Nee. Dit is gewoon overdreven. Nee. Schnell Blitzfrage. Ja. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 24. 32. Stark. Und wie viele Vokale hat das Alphabet? Ah, 26. Egal, ich war knapp dran. Scheiß drauf, zählt. Alphabet? Vokale 5. 64. Will du mich faxen, Alter? 64 Vokale. Ey, Junge, auf was für eine Schule warst du? Ich bin auf Gymnasium. Ist das Big hier? Ne. Wenn man denkt, man ist allein zu Hause und sich wie im Musikvideo verhält. Hab ich schon mal gemacht, ja, fühle ich. Was für ein Assi, Digga. Mutter mit Fachsprache. Yeah, GG, du Noob. Nicer header. Thanks. Alles für deine Schulter, Mora, einen frohen Weihnachten dir. Erinnern an deiner Mama. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gibt ein grad paar Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, gut